Hi Leute, das ist ein kurzes Video zum Thema: Jetzt habe ich so viel Geld für mein Wiederum ausgegeben und kann trotzdem nicht spielen, weil sich alle meine Nachbarn aufregen. Okay, wir fangen an mit dem Warum. Wir gehen über zum Was können wir tun und dann zum Finale noch, wie geht's genau und mit wie viel Kosten habe ich zu rechnen. Erstens, warum? Warum? Ganz einfach, es gibt zwei Formen von Schall. Nummer eins ist der Raumschall. Ich mache meine Anlage an, ich klatsche in die Hände, ich rede auf einer Party mit meinen Leuten und alles geht durch die Wände. Und Glücksfrage, geht's durch oder nicht? Regt sich der Nachbar auf oder nicht? Abhängig von vielen Faktoren, die wir in der Regel nur beeinflussen können, indem wir möglichst leise sind. Zweite Form von Schall, der uns leider die Probleme verursacht beim Wiederum, ist der sogenannte Trittschall. Und der entsteht immer dann, wenn ich eines dieser Pads oder halt eines dieser Toms, dieser Snare, ja, verwende. Das heißt, ich schlage das Mesh-Head an und meine Bewegung, sprich der Schlag, den ich durch meine Bewegung dann erzeuge, wird übertragen über unser wunderschönes, hoffentlich noch etwas glänzendes, nicht allzu verstaubtes Rack. Ja? Und dieses Rack steht ja bei mir jetzt zwar nicht mehr, bei mir habe ich schon ein schönes Podest, aber es steht halt auf dem Boden generell. Ja? Und der Boden, ob ich dann einen Teppich habe oder nicht, überträgt es dann halt in die Decke meines Untermieters und der regt sich dann halt eventuell fallabhängig auf, was uns natürlich die Laune verdirbt. Das heißt also, dass unsere eigentliche Zielsetzung ist, wie sorgen wir dafür, den Trittschall auf ein Minimum zu reduzieren, und der Fachmann für Audioinstallation würde, denke ich, wahrscheinlich davon sprechen, wir müssen das Schlagzeug vom Boden entkoppeln. Okay, und das erreichen wir über ein Podest. Jetzt kann man Podeste auf sehr viele verschiedene Arten bauen, aber man muss bedenken, jede Schraube, die man verwendet, jedes feste Teil, das man verwendet, über das man das Podest wiederum verbindet mit dem Boden, entsteht natürlich wieder eine Leitung. Ja? Das heißt, wieder wird der Trittschall geleitet, wieder übertrage ich etwas von meinem Tun in den Boden und sozusagen ins Nervenkostüm meines Untermieters bzw. eventuell auch Nachbarn. Das heißt also, dass unser Anspruch an dieses Podest ist, möglichst wenig verbindende, feste Teile zu verwenden, die diesen Trittschall sozusagen wieder nach unten leiten können. Das ist der Anspruch, das ist sozusagen das fast schon das Wie. Und bevor wir jetzt in das Wie und was uns das kostet übergehen, filme ich euch ganz kurz mal das Sichtbare meines Podestes ab, dass ihr mal einen kleinen Einblick bekommt, wie das Ganze bei mir aussieht. Dann versteht ihr auch den Endteil besser. So Leute, jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was genau brauchen wir? Wie wird das Ganze verarbeitet für das Endprodukt? Die Fragen beantworte ich euch jetzt, ganz kurz und knapp und bündig. Ich hoffe, ich kriege das hin. Dafür habe ich mir einen Zettel vorbereitet, etwas schuljungmäßig, aber bitte verzeiht, der Vollständigkeit halber soll das Ding ja wirklich gut helfen am Ende. Ihr besorgt euch bitte auf dem Baumarkt folgende Materialien: 2 MFC-Platten, Hartholzplatten in der gewünschten Größe. Meine Erfahrung, nehmt 1,60 x 1,60, das garantiert maximale Ausbaufähigkeit des Sets und garantiert euch hinten genug Platz für den Hocker, eventuelle Add-on-Geräte und so weiter und so fort. Zu diesen 2 Platten benötigt ihr 16 Tennisbälle, keine neuen, keine teuren. Bei eBay sind bis zu 25, 30 ausrangierte Tennisbälle, die vollkommen reichen, zwischen 57 und 15 Euro inklusive Versand zu bekommen. Ihr besorgt euch Kunststoffkleber, am besten den aus den Spritzpistolen. Ihr besorgt euch stinknormales, günstiges Teppichklebeband. Ihr besorgt euch Schallisolationsmatten aus Gummi. Die kriegt ihr in der Sanitärabteilung eines jeden Baumarkts. Ja, die sind dafür da, dass die Leute ihre Waschmaschinen raufstellen können, falls ihr sowas zu Hause nicht habt. Ich kannte das vorher nicht. Und ihr besorgt euch bitte Teppich, damit euer Podest oben auch etwas schöner aussieht. Und auch Teppich hat am Ende nochmal eine kleine Entkopplungsfunktion, ja, weil er dämpft ja auch nochmal den Trittschall ab. So, alles was ihr dann noch braucht, ist ein ganz normales Teppichmesser, eines dieser sogenannten Cuttermesser. Okay, auch auf dem Baumarkt zu bekommen. Ich habe alles tatsächlich in ein und demselben Baumarkt gekauft, bis auf die Tennisbälle. Die habe ich auch tatsächlich bei eBay bestellt. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze verarbeitet wird. Ihr braucht aber etwas Fantasie, weil ich natürlich dieses Ding jetzt nicht nochmal nachbauen kann und auch keine Materialien habe im Rohzustand. Okay, schaut mal. So
So haben wir das Problem gelöst. Zwei MFC-Platten in natürlich derselben Größe, nämlich in der Größe, die ihr gewählt habt. Wie verbindet ihr diese Platten? Eigentlich fast gar nicht. Alles, was ihr tut, ist, ihr schneidet aus den Schallisolationsgummimatten mit dem Teppichmesser gleich große Quadrate und legt bitte zwei oder auch drei, je nach Belieben, Quadrate übereinander und habt dann am Ende bitte vier gleich hohe Quader, okay, aus diesen Gummistücken. Diese Quader werden zwischen diese zwei Platten verleimt. In meinem Fall sind sie nur auf die untere Platte geleimt, die obere Platte liegt nur auf. Das ist sicherlich genauso gut, wie sie an beide Platten zu leimen, denn ich denke nicht, dass weniger Schall übertragen wird, nur weil ich oben nicht geleimt habe. Okay? So, wenn ihr das gemacht habt, habt ihr schon mal beide Platten miteinander verbunden. Jetzt die untere Konstruktion. Ihr stellt bitte noch einmal vier genauso hohe Quader her, wie ihr es schon gemacht habt, um diese zwei Platten zu verbinden und leimt diese Quader an die Unterseite der unteren Platte. Die Platte, auf die ich jetzt mit meinem Zeigefinger zeige. Okay, wenn ihr das gemacht habt, ist das schon eine sehr schöne, auch entkoppelte Konstruktion, aber ihr werdet feststellen, falls ihr es überhaupt ausprobieren möchtet, dass das Ganze noch nicht wirklich reicht. Der Clou sind nämlich die Tennisbälle und die kommen jetzt. Ihr schneidet bitte die Tennisbälle einfach in gleich große Hälften. Das geht wunderbar mit dem Cuttermesser. Seht zu, dass ihr euch nicht verletzt. Einfach in der Mitte reinstechen, gerade und dann langsam, ja, einfach genau entlang dieser Kante des Tennisballs schneiden. Dann klappt das Ganze auch. Und wenn ihr dann die Bälle fertig geschnitten habt, könnt ihr zwischen zwei und drei Tennisbälle jeweils auf die Unterseite dieser Gummiquader, die ihr an die untere Platte gemacht habt, raufleimen. Okay? Natürlich bitte nicht mit der Schnittkante anleimen, sondern mit der Kuppe des Bytes anleimen, denn die Klebefläche ist ja sonst viel zu gering, um wirklich stabilisieren zu wirken. Okay, das heißt also, wenn ich die Kamera noch etwas nach unten mache, hoffe ich, euch das zeigen zu können. Ja, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr hier einen dieser Gummiquader, der hier einen Schatten erzeugt, und hier drunter mit etwas Fantasie seht ihr eventuell einen umgedrehten Tennisball. Das könnte schwer sein, er ist aber da, das garantiere ich euch. Ich habe das Ganze verfeinert, indem ich nicht nur an den Ecken diese Gummiquader angebracht habe und diese Tennisbälle zum Entkoppeln, sondern indem ich auch in der Mitte des Podests, nämlich circa hier, ja, jeweils vorne und hinten auch nochmal so einen Gummiquader angebracht habe und auch nochmal einen Tennisball darunter gelegt habe. Ich habe das nicht gemacht, weil ich dachte, das entkoppelt mehr oder weniger. Ich denke nämlich auch, wie bisher, also das wird es auch nicht tun. Aber ich habe es gemacht, um einfach noch etwas mehr Stabilität zu gewährleisten. Im Nachhinein betrachtet würde ich euch sagen, ihr könnt das Ding auch weglassen, weil, ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Ding ist so absolut fest durch die Tennisbälle auf dem Boden und trotzdem funktioniert es absolut freischwingend. So, jetzt blende ich euch nochmal eine kurze Liste ein mit all den Dingen, die ich erzählt habe, und die direkte Bauanleitung für all diejenigen, denen das jetzt etwas zu schnell ging oder die das Video einfach aufgrund verschiedenster Sachen nicht mögen, gibt es auch in der Videobeschreibung hier auf YouTube. Ihr wisst, wie das funktioniert. Einfach den Videonamen anklicken, der ist ja überall verlinkt, und dann erscheint oben rechts auf eurem Monitor eine Videobeschreibung, die ihr dann mit mehr Informationen ausklappen könnt. Darin gibt es dann alles nochmal schwarz auf weiß. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Am Ende sollte euch das Ganze nicht mehr als 80 bis 90 Euro gekostet haben. Ich spiele mit dem Podest auch zwischen 2 und 5 Uhr nachts und habe trotz vieler Kleinkinder und älterer Nachbarn bei mir im Haus keine Probleme. Keep on drumming und macht's gut.